Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Brawl Stars Video hier auf meinem Kanal. Ja, ihr merkt gerade, das heutige Video ist ein wenig anders als die anderen Videos. Denn wir werden uns heute gemeinsam sehr, sehr gruselige Brawl Stars Videos angucken. Auch sogenannte Horror Brawl Stars Videos. Jetzt schon am Anfang eine kleine Warnung. Ich weiß nicht, was uns erwartet. Ich habe gerade ein paar Videos rausgesucht und ich habe mir gedacht, jetzt, wo ich noch ein Video aufnehmen muss und wir es gerade einfach mal 2.26 Uhr haben, habe ich mir gedacht, wäre doch das mal perfekt für ein kleines Brawl Stars Horror Special. Ich hoffe, ihr seid gespannt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie lange ihr es geschafft habt, das Video zu gucken. Ob ihr irgendwann abschalten musstet oder ob ihr das Video bis zum Ende geguckt habt, gebt einen Daumen nach oben, schreibt in die Kommentare, was ihr am gruseligsten fandet. Und jetzt würde ich sagen, springen wir rein zu der ersten Animation. Okay, es geht los. Okay, hier kommt direkt schon mal eine Warnung. Warnung, einige Szenen in diesem Video sind sehr brutal und beinhalten Blut. Halt kein echtes Blut, sondern nur Spielblut, aber trotzdem, wir gucken weiter. Horror Showdown. Oh yeah, just keep buying. Okay, da ist Griff. Was? Digga, Griff wurde einfach umgebracht. Von wem? Digga, natürlich von Mortis. Time to rest. Junge, Mortis, Alter. Oh mein Gott. Wer war das? Bull. Bull hat Mortis getötet. Yo, I'm in charge. You got me. Das ist Shelly, ne? Okay. Digga. Junge Leon, Alter. Oh mein Gott. Leon hat einfach Nani jetzt getötet. Es leben nur noch Leon und Shelly, glaube ich. Alter, wie das aussieht, Mann. Was? Alter. Leon ist richtig K.O. Und jetzt ist dann noch Frank. Wahrscheinlich. Alter. Frank hat Leon einfach zersmashed. Oh mein Gott. Okay, das war jetzt die erste Animation. Okay, Freunde. Als nächstes kommt keine Animation, sondern wir schauen uns ein extrem gruseliges Bild an, was vom Star Park gepostet wurde. Und zwar seht ihr das jetzt hier einmal in groß eingeblendet. Schaut euch das mal an, Digga. WTF. Also wir sehen oben rechts erstmal Star Park. Auf der rechten Seite sehen wir einen Spike, von dem das Gesicht so ein bisschen zerfetzt ist. Und der hat einfach rote Augen. Unten links sehen wir Mr. P, der hat ebenfalls rote Augen. Links im Schrank sehen wir Spike-Masken mit roten Augen. Wir haben tatsächlich einige Zuschauer dieses Bild zugeschickt. Und im Hintergrund steht ganz groß in grün so ein Exit-Schild und auf der Tür steht You don't ever want to leave.
Also du möchtest diesen Ort niemals verlassen. Im Starpark Investor Video wurde am Ende gesungen, ein Platz, den du niemals verlassen möchtest. Und auch das wird hier in diesem Bild natürlich wieder dargestellt. Aber das war noch nicht alles, Freunde. Jetzt kommen wir zu dem großen Finale. Ich habe schon mal kurz in das Video reingeguckt. Und das ist wirklich das gruseligste Brawl Stars Video, was ich jemals gesehen habe. Okay. Das ist dieses Horror-Brawl Stars. Okay, da ist Edgar. Digga, was ist mit Edgar, Mann? Okay, wir sind in der Lobby drin. Ist so ganz komisch am Flackern die ganze Zeit. LOL! Oh mein Gott. Hier unten steht Darknet, seht ihr das? Und hier überall 666666666. Wisst ihr, wofür 3x6 steht? Ich will es euch eigentlich gar nicht sagen, das steht für den Teufel. Alter. Junge, es flackert die ganze Zeit hin und her. Seht ihr das? LOL. Oh mein Gott. Ich weiß nicht so genau, was da steht, aber es sind einfach so Shellys in seiner Lobby und die heißen beide Darknet. Wisst ihr, was das Darknet ist? Wenn ja, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich glaube, das will ich jetzt nicht in dem Video weiter erklären. Aber das Darknet ist sehr, sehr gefährlich. Digga, was passiert da, Mann? Lol, das Bild flackert geisteskrank. Weil alle Clubs verändern sich. Was? Darknet. LOL. Hä, was ist passiert? Warte mal, ich muss mal übersetzen. Also hier steht quasi auf Deutsch ungefähr übersetzt, dass das Konto gesperrt wurde. Und man soll den Code eingeben, um das Konto wieder freizuschalten. Digga. Junge, WTF, Mann.